Ja, und eine Nachricht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aus der Bundesregierung machte heute noch vor Beginn der Kabinettsklausur Schlagzeilen. Und zwar hat der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine Erhöhung des Bürgergelds angekündigt. Ab kommendem Jahr, also ab Januar 2024, steigen die Bezüge für einen allein lebenden Erwachsenen demnach um 61 Euro auf insgesamt dann 563 Euro. Und ein Grund für diese Steigerung sei die stärkere Berücksichtigung der Inflation im neuen Bürgergeld. Hören wir dazu den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Die steigenden Preise der vergangenen Monate sind eine Belastung für die gesamte Gesellschaft und das gesamte Land. Dabei gilt, wer am wenigsten hat, ist am stärksten betroffen. Das betrifft Menschen mit geringem Einkommen und Menschen ohne eigenes Einkommen. Für diese Menschen geht es lebenspraktisch nicht darum, den Urlaub oder eine größere Anschaffung oder einen Autokauf zu verschieben, sondern es geht ans Eingemachte. Es geht darum, ob das Geld noch reicht, um den Kühlschrank zu füllen oder dem Kind ein paar neue Schuhe zu kaufen. Gerade für die Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um über die Runden zu kommen, ist es wichtig, dass wir in der jetzigen Situation etwas gegen diese starke Belastung tun. Und deshalb ist es richtig, dass in Deutschland mit dem Bürgergeld eine solide Absicherung auch in Krisenzeiten gewährleistet ist. Zentral für den Bürgergeldbezug sind die sogenannten Regelbedarfe. Um gestiegene Lebenshaltungskosten fortlaufend zu berücksichtigen, werden die Regelsätze jährlich fortgeschrieben. Das ist im Übrigen auch eine Vorgabe unseres Grundgesetzes und geschieht jeweils zum 1. Januar eines Jahres. Um die Regelbedarfe inflationsfester und damit auch krisenfester zu machen, haben wir mit der Einführung des Bürgergeldes den Mechanismus zur Anpassung neu gestaltet. Das gilt seit dem 01.01.2023 und spielt auch für die jetzt folgende Erhöhung zum 01.01.2024 eine wichtige Rolle. Im Ergebnis heißt das, dass zum 01.01.2024 es zu einer deutlichen Erhöhung der Regelbedarfe um insgesamt gut 12% kommen wird. Das bedeutet konkret für Erwachsene eine Anpassung von derzeit 502 Euro auf 563 Euro, also um 61 Euro. Für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren von 420 Euro auf 471 Euro, also um 51 Euro. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren von 348 Euro auf 390 Euro, also um 42 Euro. Und für Kinder ab der Geburt bis zum 5. Lebensjahr von 318 Euro auf 357 Euro, also um 39 Euro. Das heißt, die Regelsätze werden für alle Generationen, die bedürftig sind, zum 1. Januar deutlich steigen.